wir das letzte Mal miteinander gesprochen hatten. Ist ja schon ein bisschen was her. Es ist schon über ein Jahr. Deswegen, was ist denn seither passiert? Wenn ich so auf deine Instagram-Seite gucke, wenn ich auf deine Homepage gucke, du bist viel unterwegs und ich glaube, ja, somit das Neueste ist dein neuer Song, oder nicht? Genauso ist es. Also ich war wahnsinnig viel unterwegs, habe auch neue Musik geschrieben und seit letzten Freitag ist mein neuer Song am Start. Jetzt wieder eine positive Hymne, wie man es von mir auch gewohnt ist. Und ja, ich bin voll in den Startlöchern damit und freue mich total. Ist ja immer wie so ein Baby, das man auf den Weg bringt und wenn es dann draußen ist, ist alles Ja, gut. worum geht's denn in dem Song, sag mal? Eigentlich darum, dass man den Mut fassen soll, Dinge zu tun, die man sich vielleicht nicht so traut. Es kommt eigentlich mein Lebensmotto in dem Song vor. Man kann nur fliegen, wenn man auch springt. Und ja, das sagt eigentlich ganz viel, dass man sich auch mal trauen soll, quasi ins Leere zu springen, auch wenn man vielleicht nicht weiß, wo man landet, aber einfach diesen Mut und diese Kraft fassen soll. Also das heißt, es ist schon, nee, es ist nicht übertrieben, wenn ich jetzt sage, es ist autobiografisch auch ein Stück weiter, ne? Also dass man so Ja, seine eigenen, sehr. ja. Ja, ich habe da auch selber im Laufe der Jahre sehr viel dazu gelernt, dass sich Mut oft bezahlt macht und hole mir mal lieber irgendwie eine Schramme, wenn es nicht funktioniert, als dass ich es nicht tue. Und Ja. insofern steckt da sehr viel autobiografisch drin. Und wenn man Musik macht und diesen künstlerischen Weg geht, braucht man auch viel Mut, weil du weißt oft irgendwie nicht, wie reagieren die Leute, jetzt machst du das Richtige. Es gibt da auch kein richtig und falsch. Und ja, da braucht man auch diesen Mut zu sagen, ich springe jetzt einfach mal und hoffe, dass ich fliege. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das hatte ich jetzt auch auf meiner Liste. Wie reagieren denn die Leute? Ich meine, das Schöne ist ja, wenn man mit einem Künstler oder mit einer Künstlerin spricht, nachdem ein Song rausgekommen ist, dann kann man ja schon mal fragen, so, und wie kam er denn so an? Eigentlich sehr, sehr gut und ich war total fasziniert. Ich hatte am Samstag nach dem Release einen Auftritt und da waren tatsächlich Leute im Publikum, die den ganzen Text konnten und das ist für mich Okay. völlig irre. Das ist schon irre, wenn es einen Song ein Jahr gibt, wenn die Leute im Publikum Ja. deine Texte mitsingen, aber 2 Tage nach dem Release und ich habe danach auch mit einem Fan gesprochen, der gemeint hat, der Song hat ihm einfach irgendwie so viel positive Energie in einem schlechten Moment mit auf den Weg gegeben und das ist der Grund, warum ich Musik mache und wenn mir jemand sowas sagt, dann habe ich eigentlich alles erreicht, was ich damit erreichen möchte. Wie schwierig ist das denn? Weil du hast gesagt, wie hast du es vorhin ausgedrückt? So ein Song, wie man ihn von mir gewohnt ist. Also so, ne, mit gute Laune und Ja. Optimismus und so weiter. Wie schwierig ist es denn, dass man so immer so diesen Wiedererkennungswert schafft? Weil den hast du ja schon. Also die alle Songs sind anders, klar, aber trotzdem, man hört es ja schon so ein bisschen raus. Ist es schwierig? Ja, klar, weil man natürlich einerseits was Neues machen will und sich auf der anderen Seite aber irgendwie auch treu bleiben muss, eben so einer Linie, die man da als Künstlerin gefunden hat. Und sich nicht wiederholen will. Also schon irgendwie eine Gratwanderung. Aber dadurch, dass in den Songs auch so viel von dem steckt, was ich im Moment empfinde, ist es dann auch wieder immer irgendwie was Neues und auch von meiner Interpretation her was Neues. Aber so eine Linie mit viel Optimismus und Lebensfreude zieht sich bei mir schon durch. Aber es ist auch gewollt. Also ich bin jetzt nicht die große Drama Queen, die von riesigem Herzschmerz oder so singt. Zum Glück, weil wenn viele das erlebt haben, können wieder mehr irgendwie reinstecken, aber das Leben hat es immer sehr gut gemeint mit mir und das steckt auch in meiner Musik. Ja, und es scheint ja auch live zu funktionieren. Das ist ja auch das Schöne, ne? Also wenn dann quasi der Song schon nach, was hast du gesagt, nach 2 Tagen schon mitgesungen wird, ich meine, dann weiß man ja auch, man hat nichts falsch gemacht, so wirklich. Genau, und klar wollen die Leute auch manchmal irgendwie Herzschmerzmomente, aber ich glaube, gerade beim Schlager, wenn man da am Abend Party machen geht oder auf ein Konzert geht, dann will man auch diese positive Energie. Da ist gar nicht so viel Platz für riesige Dramatik, sage ich mal. Das Ja. bringt mir das Leben von selber mit sich. Das Das braucht man nicht auch noch, genau. muss man schön wieder schaffen. Was ich jetzt auch gesehen habe, als ich bei dir auf der Seite war oder was in der Pressemeldung, du machst ja auch viele verschiedene Sachen. Also du machst jetzt nicht nur Musik. Ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel am 6.4. bist du bei einer Modenschau dabei, wo ich auf der einen Seite dachte, ja cool, passt irgendwie, weil wenn du mal so auf Instagram guckst, du hast ja auch immer sehr schöne Klamotten an. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, wie kommst du drauf? Also es ist ja wirklich eine komplett andere Baustelle jetzt in dem Moment, ne?
Die Dinge kommen eigentlich zu mir. Ich bin ein wahnsinnig kommunikativer, sozialer Mensch, der viel unterwegs ist. Und wenn mich dann mal jemand fragt, in dem Fall die Martina Reuter, die ist ja bei uns im österreichischen Fernsehen die Styling-Expertin und also einfach eine wahnsinnig tolle Frau. Und die hat mich in dem Fall gefragt, ob ich mitmachen will. Und dann sage ich einfach meistens ja, wenn ich Zeit habe, weil ich auch immer Lust auf neue Dinge habe irgendwie. Und man wird mich selten in einem Moment antreffen, wo mich jemand irgendwie nach einer Sache fragt, ob ich da dabei sein will, wo ich sage, oh, nein, das interessiert mich nicht. Also ich bin generell offen dafür, alles auszuprobieren. Und sowas macht auch immer Spaß, ist ein Zusammenkommen mit lustigen Leuten. Und ja, insofern bin ich da dabei. Ja, aber vielleicht auch, also ich hatte mich so gefragt, machst du das, weil du was Neues erleben willst auf der einen Seite oder wahrscheinlich auch, weil du dich mit der Mode dann identifizieren kannst von ihr, ne? Das ist so, ist glaube ich auch so Ja, eine also Geschmacksfrage. sie macht ja wahnsinnig lustige Sachen. Sie war ja bei unserem Dancing Stars mit dabei und hatte da ganz crazy Kreationen. Also sie hat zum Beispiel bei ihrer letzten Modeschau, ich war schon mal mit dabei, habe ich ein Kleid getragen, das sie aus den Schulzeugnissen ihres Sohnes gemacht hat. Ach Gott, Also okay. wirklich coole Sachen. Und Ja. insofern macht das natürlich wahnsinnig viel Spaß. Dadurch, dass ich mich auch selber in all diesen Dingen nicht so ernst nehme, bin ich dann gerade für solche Sachen eigentlich auch immer zu haben. Also ich Ja, bin jetzt sehr nicht das cool. todernste Model, das da über den Laufsteg schreitet, sondern da ist immer ganz viel Spaß mit dabei. Ja, okay. Und bleiben wir mal bei den Projekten. Wenn ich jetzt nochmal weitergucke auf deiner Liste, bin ich nochmal beim 12.04. hängen geblieben, wo du im Fernsehen bist, im ORF meine ich, ne, Genau. bei die große Chance. Könntest du mir vielleicht nochmal erklären, was das genau für eine Sendung ist, weil in Deutschland kennen wir die jetzt nicht, aber es hört sich zumindest spannend an, was ich gelesen habe. Ja, es ist eigentlich am vergleichbarsten mit dem Supertalent. Also es können sich alle bewerben, wobei sie es dieses Jahr wirklich auf Dance-Crews und Sänger und Sängerinnen beschränkt haben. Also in den Ja. Jahren davor war es auch schon mal, da war auch irgendwie ein Hundetrainer mit dabei und solche Sachen. Aber dieses Jahr ging es wirklich um Tanz und Gesang und ist eine Castingshow, wo bei jeder Runde andere österreichische Musiker, Moderatoren, Tänzer mit in der Jury sitzen. Ah, okay. Und dann ist quasi die Aufgabe, ja gut, wenn du sagst, wie beim Supertalent quasi zu bewerten, was da die Genau Lehrer so so ist machen. es, ja. Okay. Warst du da aufgeregt vor? Also, hast du dich irgendwie darauf vorbereitet oder war das auch wieder so, dass du sagst, ja, ich probiere jetzt das aus und ich habe Spaß dran und ich möchte das jetzt gerne machen? Also ich habe mit meinen Tänzern geprobt, die auch mit auf der Bühne dabei waren, weil die ersten Runden wurden ja schon aufgezeichnet und dann Ja. ausgestrahlt, also das dürfen wir verraten. Und was für mich immer noch die Herausforderung ist, also sonst bin ich echt eigentlich gar nicht nervös, weil das Singen, also ich singe, seit ich sprechen kann und das ist für mich wie Wohnzimmer. Aber was dann schon nochmal eine Challenge ist, wenn man komplett live singen muss und ich wusste einfach, ich tanze sehr viel mit. Also ich habe Ah. Kondition, aber das ist dann schon nochmal eine extra Herausforderung, dass die Töne wirklich gut sitzen und so. Und ja, insofern, also nervös ist vielleicht übertrieben, aber es ist dann schon so ein Kitzel da. Und ich sage auch mal, wenn es den nicht mehr gibt, dann muss ich nicht mehr rausgehen. Wenn ich sage, ja, ist mir alles egal, ich stelle mich dahin und ich sehe das eine wie das andere, ja, dann ist da für mich auch alles geholt, was es zu holen gibt. Also insofern ist das schon auch wichtig, dass man so dieses Gefühl hat von, oh, da passiert was. Und wenn ich es nicht habe, schaffe ich es mir selber, indem ich eben, mir eben was dazu hole, wo ich weiß, das ist jetzt nicht so Agmade-Wiesen, wie man bei uns sagt, so Was dass ich sagt sage, man ich bei euch? stelle. Ich liebe ja die Sprache, aber was sagt man? Agmade Wiesen, also eine gemähte Wiese, ein Ach, gemähter Rasen, okay. genau. Ja, nee, wenn man weiß, was es ist, ne, dann ja. Okay. Ja, irgendwie, aber oh ja, genau. Aber das Cool. trifft am besten. Das kann ich nur im Wiener Dialekt sagen. Ja. Ja, cool. Ja, dann sprechen wir doch aber nochmal über die Musik. Ich habe hier nur Musik auf meiner Liste. Es verkehrt sich von selber. Du bist auch mit Heino und stimmt das, dass du demnächst mit Heino unterwegs bist, beziehungsweise Vorgruppe von Genau, Heino am bist? 21. Juni in Wien im Portofino. Wir haben da jetzt so ein neues Schlagerlokal. Wien ist ja, sage ich mal, jetzt nicht so die Schlagerecke. Das geht ja bei uns eher in die Bundesländer und so aufs Land, weil Wien ist doch eher Großstadt und da hört man andere Musik. Und umso mehr freut es mich, dass es da jetzt echt eine coole Location gibt, wo auch Schlager stattfindet. Da habe ich auch mein Video gedreht übrigens. Total Ach lustig. da, Bin okay, auf der ja. gleichen Bühne, wo ich dann mit Heino stehen werde. Ja, und es ist natürlich schon eine wahnsinnige Ehre, vor so jemandem auf der Bühne stehen zu dürfen. Also, das ist Wahnsinn. Ja, wie kam das denn? Also habt ihr schon mal zusammen gehabt? Habe ich da was verpasst oder wie hat sich das denn ergeben?
Nein, gar nicht, aber der die Konzerte, der liebe Wolfgang, der auch in meinem Video mitspielt, also ich bin ja mit Da denen schließt da sich im der Video. Kreis wieder. Genau. Ich Okay. habe gesagt, Wolfgang, wenn wir schon ein Video bei dir drehen, dann machst du mit. Und das, na, na, na. Und dann habe ich gesagt, ich überreiche ihm den Oscar. Also war ganz lustig. Und der hat mich gefragt, ob ich Support Act sein möchte, eben von Heino. Und ich habe gesagt, na klar. Ja, klar. Ja, cool. Okay. Also das heißt, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, ich meine jetzt klar, vor einer, was jetzt, Moment, heute haben wir Mittwoch. Okay, vor knapp Genau. einer Woche kam dein neuer Song raus. Dann haben wir Genau. jetzt über die große Chance gesprochen. Wir haben über die Modenschau gesprochen. Wir haben über Heino gesprochen. Das heißt, wir sind ja erst, Moment, wir sind ja erst bei Juni. Das heißt, Ja. da kommt Oh, noch da gibt es einiges aber noch wahrscheinlich dieses was. Jahr. Ja, Ja, da eben. gibt es noch was, worauf ich mich sehr freue. Ich bin das erste Mal bei der Starnacht, auch im österreichischen Fernsehen mit dabei. Das ist eine große Schlager-TV-Show in Ja. Mörbisch am Neusiedlersee auf der Bühne und da freue ich mich auch wahnsinnig. Okay, das heißt, 2024 wird nicht langweilig, höre ich jetzt raus. Also so weder in musikalischer Yes. Hinsicht noch beim ganzen Rest. Genau, ich sage auch immer, es ist immer so interessant, wie man sich selber macht und ich schaue auch, dass was passiert und dann tut sich auch viel. Aber natürlich bin ich wahnsinnig dankbar dafür, weil viele Künstler, sage ich mal, rackern sich den Arsch ab und es passiert trotzdem nichts. Also es ist Ja. nicht selbstverständlich und also ich bin unglaublich dankbar dafür, dass das so läuft. Sehr schön. Ja, dann hör mal, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Wir bleiben erstmal bei diesem Jahr. Genau, wünsche ich dir ganz viel Erfolg, dass das alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Und ja, dann kommt ja auch vielleicht irgendwann mal, irgendwann in Zukunft noch das neue Album. Ja, Irgendwann. also wir arbeiten dran. Ich bin immer am Schreiben und immer kreativ und da kommt sicher Ja, was. sehr cool. Ja, dann wie gesagt, viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit. Hat mich mal wieder sehr Ich gefreut. danke dir und liebe Grüße. Dankeschön.